Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ihr seht, ja, ich bin immer noch in der Wasserschlacht. Und momentan sieht's schlecht für uns aus. Die erste Runde haben wir gewonnen. Die anderen beiden gingen dann leider an das rote Team. Warum sind wir nur vier? Ja, dann ist auch kein Wunder. Wir sind ja in der Unterzahl. So voll fies. Voll fies. Da kann man ja nicht gewinnen. Warum haben die keine Lust da oben? So. Au, habe ich ihn wenigstens getroffen? Ja. Nee, Senoku ist jemand anders gewesen. Mist. Ich dachte, ich hätte noch rechtzeitig gehauen. Mist. Naja. Gut, dann muss ich eben zuschauen und hoffen. Nee, okay. Das war nix. So ein Mist. Lose. Jawohl. Mist. Ich will da so gern gewinnen. Ja, dann gucken wir mal hier, Wasserschlacht B ist im Gange, ne? Dann eben Wasserschlacht D. Sollten noch ein paar Minuten sein. Eine Minute. Mal schauen, wenn wir rechtzeitig rausgeteleportiert werden, schreibe ich mich in D ein. Wenn das nicht viele schaffen, komme ich in den Gewinner. So. Okay, rausteleportiert. Aufmachen. D. Teilnehmen. Schauen. Ich komme ja noch ein paar mehr. Vier. Nur sind es doch direkt vier wieder. Mal schauen, mit wem habe ich es zu tun. Mit Lucky natürlich, Epitaph und Vayne. Vayne sagt mir gerade nichts. Einer hat sich in E eingeschrieben, die Seraphine. Weil, ja, die E gleich losgeht. Aber jetzt ist Salome Luna wieder hier. Na, ich hoffe mal, ja, diesmal haben wir fünf Leute. Drei Leute. Wäre mir lieber. Wir werden sehen. Gucken wir mal. Müsste eigentlich gleich zugehen. 56, 57, 58, 59 und zu. Jetzt müsste zu sein. Ja. Okay, dann geht's jetzt gleich los und wir schauen mal. Weil wie gesagt, ich will ja unbedingt noch ein paar von den Punkten sammeln, damit wir uns das Kostüm da kaufen können. Ist zwar nur 30 Tage, aber immerhin, ne? So, wieder blaues Team. Hat uns ja das letzte Mal nicht so Glück gebracht. Blossi hat Level 20 erreicht. Glückwunsch. Gucken wir mal. So, Match endet unentschieden, wenn man nicht innerhalb von 3 Minuten alle Gegner besiegt hat. Loggen sich alle Mitspieler eines Teams aus, gibt das Team das Match auf. Viel Glück. Ich hoffe mal, hier gibt keiner auf. Wir sind auf jeden Fall 3 Leute, die durften nur 2 sein. Und das ist gut für uns zumindest. Ob uns das einen Vorteil bringt oder nicht, werden wir sehen. Die Luna und Vayne werden ihr Bestes geben, genauso wie ich. Und die anderen aber natürlich auch. Hoffe ich doch. So, startet in 10 Sekunden. Komm, los geht's. Lass uns raus. Jawoll. So, Epitaph. Gleich schlachte ich mich gleich mit Epitaph um. Ah, verdammt. Warum wird er nicht getroffen? Da kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, Epitaph, was machst du? Und Luna muss ich jetzt mit 2 bekämpfen. Warum ist Epitaph so gut? Das ist viel zu fies. 0-0. So, Runde 1 für den Gegner. Naja gut, läuft halt heute nicht so richtig gut. Das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht. Nee. Ich will gewinnen. Ich bin gewinngeil. Lasst mich gewinnen. Lasst mich gewinnen, hier. Schutz der Natur. So. Kann ich eigentlich auch die anderen AOEs hier drin machen? Nur mal so pauschal. Nee. So, Epitaph rennt schon wieder hier vorne rum. Und verfolgt jemanden von meinen Leuten. Das kann ich natürlich nicht. Ah, verdammt. Er hat mich in eine Falle gelockt. Verdammt. Bin ich natürlich selber schuld. Hätte ja nicht reinrennen müssen. Epitaph ist wenigstens down. Gut, Luna und Dingensbum, pass auf, der Lucky ist auch ein starker Spieler. Hier, Lucky, komm her. Kommt, findest du. Na, ah, verdammt, der ist einfach gut, da muss man sagen. Also, Luna hat er erwischt. Vayne, wo willst du hin? Ich meine, du kannst gern versuchen, das noch zu halten, aber ey, Vayne. Vorsicht,
Da kommt der. Der kommt. Achtung. So. Der versucht jetzt wahrscheinlich mit seiner AOE. Ich sehe das jetzt nicht von Weitem nicht so richtig. Also ich würde es zumindest mit der AOE-Kanone versuchen. Die stehen jetzt dumm in der Gegend rum. Oder habe ich einen Leck? Habt ihr keine Lust mehr? Weiter! Na los! Jetzt trauen sie sich wieder. Na, was wird denn das? Wollt ihr mich veralbern? Hallo? Ah, verdammt, knapp. So, na kommt, macht doch was, genau. Eine Minute noch, dann wird es als unentschieden gewertet. Wäre auch nicht so schlecht für uns, lief ja nicht so gut. Aber andererseits wäre es schon ganz günstig, wenn wir gewinnen. Ich hätte grundsätzlich nichts dagegen zu gewinnen. Wow, 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 das war knapp. Das war ja überhaupt nicht knapp. So, na komm, Lucky. Quatsch, Lucky nicht. Lucky Verlierer. Komm, der kann nicht ewig Luck haben, der Lucky. Genau, einfach Wasserbälle spammen. Irgendwann läuft er schon mal rein. So, kommt, lass. Du schaffst es. Dessen Namen ich jetzt gerade nicht lesen kann. Wird zu weit weg und ich kann es immer noch nicht lesen. Wayne war es, genau, Wayne war es. Wayne. X-Wayne. Ich muss gleich weinen, Die trauen sich alle beide irgendwie nicht. Epitaph sagt auch schon, eine Minute habt ihr noch. Naja, jetzt ist sie rum. Okay, unentschieden. Na, ja, besser als verloren. So, gucken wir mal. Runde 3. Da kommt der Lucky. Denkst du dir, wa? Oh, was soll das? Warum schieße ich nicht? Das ist ja fies. Warum kann der so schnell nacheinander schießen? Normalerweise dauert das doch immer hier. Guck mal, wie lange das dauert. Warum konnte der dringend? Fies ist das. Der hat einfach Glück. Mehr Glück als Verstand. So, Salome Luna auch schon wieder draußen. Jetzt ist Wayne wieder die letzte. Wayne hält gut durch. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so draufgängerisch wie ich. Was nicht schlecht ist. Oh, und damit steht's wieder Lucky. Lucky gegen Wayne. Mal schauen, wie lange es dauert. So, kann man eigentlich hier Lucky? So. Lane. Wen vor noch ein Tor. Lucky. Nasser. So. Wen vor noch ein Tor oder Nasser Lucky. So, und dann kommt das los. Jetzt fällt mir auch gar nicht mehr ein, was ich sagen soll, weil das kennen wir jetzt alles schon. Dieses kleine Versteckspiel, ich weiß nicht, warum sich Lucky nicht draufkaut. Weil technisch gesehen, wie gesagt, der Spawn ist freigegeben, also ist das kein Spawn-Kill, weil man ja da nicht mehr spawnt, sondern hier drin. Ne? Also kann man da oben ruhig rumratzeln und warum man da nicht drauf traut sich, weiß ich nicht. Aber er wird schon seine Gründe haben. Der kaiserliche Puzzlespieler Lucky von Devil Inside. Saria hat sich die Kaku-Gold mit Verlier verdient. X-Wayne ist von Beast Mode. Kenne ich gar nicht die Gilde. Somnia klingt auch nicht schlecht. Ist das eine Band oder sowas? Sagt mir irgendwas. Deviton. Deviton? Was heißt das? Deviton, bleibt doch mal stehen. Ich kann das nicht lesen. Epitaph. Hallo. Jetzt. Bleibt doch mal. Hallo. Bleibt doch mal ruhig. Junge.
Hast du ADHS oder was? Kann ja wohl. Epitaph, Ruhe. Bleibst du stehen? Ich kann deine Gilde nicht lesen. Deviton oder so ähnlich. So. Deviton. Nee, Devotion. So, siehst du? Verkehrt gewesen. So, Sieg für das blaue Team. Oh, wir haben gewonnen. Ja, klasse. Glückwunsch. Machst du fein. Wayne ist gut. Wayne ist schön. Macht sie fein, die Wayne. Boah, Mist. War ja gar nichts. Das war eine miese Vorstellung von mir. Luna hat wohl keine Lust mehr. Die macht nix. Naja, dann werden wir die Runde wahrscheinlich verlieren, weil Wayne gegen 2, gegen 1 ist immer schwierig. Und da wurde sie getroffen. Okay. Glückwunsch am Rambo 12 und Wilma. Okay, gucken wir mal. Luna, bitte hier, mal hier. Mach mal mit. Macht keinen Spaß, wenn du nicht mitmachst. Okay, jetzt gilt's, Leute. Das schaffen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen's nicht. Die sind schon nur 2. Obwohl, die sind ja auch nur 2. Insofern ist schon fair, wenn die Luna eben auch AFK ist und so. Au, aber wenigstens habe ich jemanden erwischt. Was ist jetzt passiert? Habe ich alle beide rausgehauen? Das ging ja schnell. Draw. Alle Runden enden unentschieden. Na gut. Geht wohl nur 5 Runden. Na gut. Naja. Besser als verloren. Immer noch. Ja, was will man anderes dazu sagen? Das war ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, was wir da von der Kiste bekommen. Eine Draw-Kiste. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Weiter. Ich denke, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr frei sein. Nichts mehr offen sein. Spinnenangriff A ist stattdessen zu. Gut. Wir gehen mal weiter und würde sagen, Albastol rollen nicht. Uruga, wenn dann. Uruga. Der Epitaph kommt wohl mit. Er will auch nach Uru. Das ist gut. Denn in Uru gibt's nette Leute. Irgendwo. Alles klar, hier ist nichts mehr. Also gehen wir mal einfach weiter in... Ich weiß gar nicht, was waren denn eigentlich die tägliche Quest hier, die neue? Okay, Auszeichnung. Lärmbelästigung könnten wir bei Vellon abgeben. Die roten Findlinge, Juwelen, Golem, beseelte Elfenritter, Noxjäger. Herztrümpfe. Oi. X-Männer, Navajäger, Pixies, Pinkies. Irgendwo muss das stehen. Und waren Lärmbelästigung 1, Händler Vellon? Nö, das waren doch nicht die. So, voll Feuer mit Hitze, voll Kalar. Nee. Irgendwo müssten wir doch eine tägliche Quest haben, oder haben wir hier keine? Kann natürlich sein, dass es auf dem Level keine gibt, weil wir. Ich finde jetzt gerade keine, die schön täglich ist und so. Na gut. Dann eben nicht. Dann gehen wir eben nochmal schnell nach Elde und geben da ab. So. Beschlossene Sache, und zwar mit. Einer Rolle des Eldes. Jawohl. Lade bitte. Dankeschön. Da steht Nachtkralle von der Gilde Viper. Und hier hinten können wir abgeben. Händler Vellon. Sag bloß, der war doch in. Ich dachte, der war hier. Ne, jetzt kennt er. Okay. Na gut, dann muss Vellon wohl doch in Dings sein. In Uru. Okay, habe ich das übersehen. Toll. Gehen wir eben erstmal die ab. Und nehmen sie neu an. Ne, geht jetzt gerade nicht. Blossi wurde zum Fallensteller befördert. Glückwunsch, Blossi, erstmal. Dann gehen wir eben erstmal wieder nach Uru. Reisen wir hin, reisen wir her. Ist ja gar nicht mal so schwer. Blossi ist da, Blossi ist hier. Ach, Vellon ist da unten. Ich bin auch doof. Hab den voll übersehen. Geben wir noch ab. So, hier kommen. Lärmbelästigung 1. Quest abschließen. Und dann würde ich auch sagen... War's das für diese Folge? Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.